Ihr träumt davon, ganzjährig auf einem Segelboot oder Motorboot zu wohnen? In unseren Breitengraden benötigt man dafür eine gute Heizmöglichkeit. Eine gewöhnliche Standheizung ist laut und heizt nur die Luft. Ein Heizlüfter oder Radiator braucht 220 Volt und ist vor Anker keine Option. Daher haben viele Fahrtenjachten, die in kalten Gebieten unterwegs sind, zusätzliche Heizmöglichkeiten. Zur Auswahl stehen Öl- oder Dieselöfen, Petroleumöfen und Feststofföfen, also Holz- und Kohleöfen. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach einen Holzofen in euer Boot einbauen könnt. Die Auswahl ist groß. Es gibt extra kleine Kamine für Boote, Tiny Houses und Bauwagen. Mit oder ohne Sichtfenster, mit oder ohne Aschenschublade, mit oder ohne Schamottsteine, mit primärer, sekundärer und sogar tertiärer Luftzufuhr. Für die Abgase braucht man, wie bei einem Haus auch, einen Schornstein an Deck. Hier an Bord war ein Solarlüfter, dessen Lage sich für das Abgasrohr gut eignet, weil er sich über dem Ort befindet, wo ich den Ofen hinbauen werde. Also weg damit! Die Decksdurchführung des Abgasrohrs ist aber größer als der Solarlüfter. Um das Loch zu vergrößern, bastle ich eine Schablone. Das neue Loch wird nicht mittig über dem alten sein, sondern leicht versetzt, damit das Abgasrohr nicht zu weit in den Salon hineinragt. Nach dem Anzeichnen geht's dem Deck mit der Stichsäge an den Kragen. Für GFK gibt es spezielle Stichsägeblätter. Einen Link tue ich euch in die Beschreibung. Da der Handlauf an Deck im Weg ist, kann ich das Loch nicht vollständig mit der Stichsäge schneiden. Abschnittsweise entferne ich also den Rest. Als ich platzmäßig gar nicht mehr rankomme, geht es nur noch wie im Kindergarten: prickeln. Den Rest der Unebenheiten entferne ich mit einem Fächerschleifer. Macht sowas mit eurer Bohrmaschine lieber nicht, da man sich durch die radiale Belastung schnell die Lager kaputt macht. Wir haben eigens für diesen Zweck einen schrottigen Akkuschrauber, bei dem es kein Drama ist, wenn er ausgelutscht ist. Zum Abschluss schleife ich alle Flächen mit der Feinschwinge. Dann werden die Löcher angezeichnet. Ich mische Epoxy an und benetze den offenen Schaumkern des Decks, damit dieser vor Feuchtigkeit geschützt ist. Die alten Löcher des Solarlüfters bohre ich auf und fülle sie mit Epoxy, damit der Kern nicht durch Wasser beschädigt wird. Nun klebe ich ab und bohre die Löcher für die Decksdurchführung. Auch diese fülle ich mit Epoxy, ebenfalls zum Schutz des Sandwichkerns.
Abgedichtet wird mit einem speziellen Ofensilikon. Silikon verwende ich auf Booten im Normalfall nicht, doch an dieser Stelle ist Hitzebeständigkeit wichtig. Pantera beispielsweise ist nur bis 90 Grad beständig, das war mir doch zu heikel. So, nun sind wir zumindest von oben wieder dicht, der Regen kann also kommen. Weiter geht es innen. An dieser Stelle war vorher ein Schränkchen, was ich entfernt habe. Hier darf nun der Ofen hinziehen. Ich beginne mit dem Anbringen einer Bootsbausperrholzplatte an der Wand Richtung Vorschiff. Dies, um einen zusätzlichen Hitzeschutz zu haben, denn hinter der Wand laufen Kabel durch. Ich verklebe die Sperrholzplatte und zusätzlich verschraube ich sie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine hitzebeständige, gut zu reinigende Fläche um den Ofen zu generieren. Ich entscheide mich für kleine Fliesen, da ich das optisch gemütlicher finde als große Steinplatten oder Edelstahlflächen. Zuerst schleife ich alle Flächen gut an, damit die Fliesen nachher gut kleben. Die kleinen Fliesen sind auf Matten geklebt und daher sehr einfach zu verarbeiten. Die benötigte Menge kann einfach mit der Schere ausgeschnitten werden. Fliesenkreuze dienen als Abstandshalter. Sobald ich alle ganzen Fliesen beisammen habe, bringe ich diese auf der Holzoberfläche an. Hierfür nutze ich ebenfalls das Ofensilikon. Einfach, weil ich nicht abschätzen kann, wie heiß die Flächen werden. Das Aufbringen des Silikons auf die ebenen Flächen ist einfacher als auf die raue Fliesenunterseite. Die Fliesenkreuze bleiben drin, bis der Klebstoff hart ist. Danach werden sie entfernt. Noch schnell ein paar Kleckereien mit Aceton wegputzen und dann geht's weiter an der vertikalen Wand. Da auf einem Boot ja so gut wie nichts rechtwinklig ist, muss ich für die Ränder noch einige Fliesen zuschneiden, um die Flächen ganz auszufüllen. Hierfür verwende ich einen Fliesenschneider. Kauft lieber ein paar Reservefliesen, da sie beim Schneiden auch mal brechen können. Und nachdem alle Fliesen angebracht sind und der Kleber hart, können die Fliesenkreuze entfernt werden. Nun geht es ans Verfugen. Schaut, dass ihr einen Flexfugenmörtel verwendet, da ein Boot sich ja beim Segeln durchaus verwinden kann und man will ja nicht, dass die Fugen reißen. Ich trage die angemischte Fugenmasse auf und arbeite sie in die Fugen ein. Als ich damit fertig bin, wird überschüssige Fugenmasse auf den Fliesen mit einem feuchten Tuch abgewischt. Und fertig ist die Ecke für den Ofen. Lässt man den Ofen nur kurz laufen, ist es damit getan. Doch bei Leuten, die an Bord wohnen, läuft der Ofen unter Umständen monatelang durch. Hier muss man an das Thema Pyrolyse denken. Den Begriff kennt ihr vielleicht vom Backofen, wobei neuere Modelle das aus Umweltschutzgründen gar nicht mehr haben. Früher gab es Pyrolyseprogramme zur Reinigung, wo der Ofen extrem heiß gemacht wurde, um Speisereste wegzubrennen. Eigentlich braucht Holz eine Zündtemperatur von 300 Grad, bis der Pyrolyseeffekt auftritt, die brennbaren Gase austreten und das Holz verbrennt. Es kann aber passieren, dass Holz durch häufiges Erhitzen einen hohen Trocknungsgrad erreicht
und die Zimttemperatur dadurch über einige Jahre hinweg stark sinkt. Das Resultat? Plötzlich brennt die Holzwand hinterm Ofen, obwohl sie keinen direkten Kontakt mit einer Flamme hatte und obwohl sie mit einem anderen Material überzogen ist. Das wollen wir natürlich auf einem Boden nicht. Die Lösung? Eine Edelstahlummantelung für den Ofen. Da ich den Look der Fliesen eigentlich mag und ich diese die meiste Zeit des Jahres sehen möchte, entscheiden wir uns für eine Steckkonstruktion. Edelstahlplatten, die man um den Ofen stellen kann, die ineinander gesteckt werden und somit während der Sommermonate, wenn der Ofen nicht genutzt wird, weggenommen werden können. Marc zeichnet die Konstruktion in CAD. Die Vorderseite und die Seite zum Salon hin werden nicht verbaut, denn schließlich soll der Ofen ja auch strahlen können, einfach in die richtige Richtung. Ein paar spielerische Elemente sind auf die eine Seite eingeflossen. Wir geben das Projekt zum Laserschneiden und können die fertigen Teile nach ein paar Tagen abholen und einfach ineinander stecken. Hier also das Endresultat, von oben nach unten. An Deck ist eine große Haarhutze montiert. Diese schützt gut vor Wind, Regen und Sog. Darauf folgt ein Stück isoliertes Rohr, dadurch zieht der Ofen besser und man hat kein Kondensat. Im Schiffsinneren ist das Rohr nicht isoliert, denn schließlich wollen wir ja, dass auch die Wärme des Rohrs das Boot erwärmt. Und da ist er, der schöne kleine Ofen. Er hat 4 kW, eine Sekundärlüftung, Schamottsteine, eine Ascheschublade und ein Sichtfenster. Holz- und Kohlebriketts aus dem Baumarkt passen genau rein. Ein schönes Stück Blauwasserausrüstung. Falls ihr noch nach dem passenden Boot für eine Tour in kalte oder auch warme Reviere sucht, wir helfen bei der Suche. Schaut einfach mal unter www.bootskaufberatung.de.